Hey Leute und willkommen zu Nexomon. Einem Mobile Pokémon Spiel sozusagen mit über 309 Pokémon. Ich habe schon angezockt. Ich bin schon in die erste Stadt gekommen. Es gibt ein ganz normales Pokémon Center. Es gibt ganz normalen Markt, wo man Pokébälle kaufen kann und so weiter. Heißt nur alle anders. Und es ist ein Free-to-Play Spiel. Das heißt, man kann auch natürlich Geld ausgeben. Muss man aber nicht natürlich. Man kann ja ganz normal Pokémon fangen, beziehungsweise Nexomon fangen. Und das Kämpfen und die Grafik und so, ist mega cool. Und warum wackelt das Bild so? Das Handy hat, also das Spiel hat, der nutzt den Gyroskop vom Handy, also ich könnte euch so rumbewegen. Warum auch immer, aber es funktioniert. Und ich habe schon gezockt, wie gesagt, hier seht ihr es. 36 Minuten habe ich schon gezockt. Wir werden den Spielstand aber leider löschen, denn wir wollen ja hier ein, ja, wahrscheinlich ein Let's Play anfangen, wenn ihr drauf Bock habt. Denn das Coole ist ja, ich kann zum Beispiel die Nexomon-Pokémon trainieren offscreen. Also ihr müsst euch den Scheiß nicht ansehen. Und ja. Ja, wir werden jetzt löschen. Und werden natürlich neu anfangen. Neues Spiel. Wie heißt natürlich? Black Rapid. Natürlich. Wir sind männlich und wir sind bereit. Ab in die Welt der Nexomon. Ich hoffe, links oben stört die Cam am wenigsten. Was ich noch, was ein bisschen blöd ist. Das Spiel ist anscheinend nicht genau für meine Handygröße angepasst. Mein Display rechts oben seht ihr nämlich Zähne überspringen. Und ja, das sieht man hier halt nicht, was abgeschnitten ist. Ich glaube, die Lore werden wir uns auch mal durchklicken. Da ist jemand umgefallen. Also jetzt schon, die Grafik ist meiner Meinung nach mega geil. Weil das Spiel noch ein bisschen lauter machen. Das ist das Ende des Weges. Champion der Menschheit. Was? Der war Champion? Omnicron. Mein Aufstieg hat Jahrtausende, bevor du in diesem winzigen Land geboren wurdest, begonnen. Niemand wird Omnicron besiegen. Den allmächtigen König der Pokémon. Nexomon. An diesem schicksalhaften Tag wird meine Art aus der Asche eurer Welt, ja, wieder auferstehen. Ist schon episch. Weiche jetzt! Ich glaube, das ist das Ende sozusagen und wir beginnen jetzt. Natürlich in unserem Schlafzimmer. Ein normales menschliches Kind. Ich dachte, wir sind ein Affe. Unser Leben wird sich sehr, sehr bald ändern. Oh. Wir wachen ja ganz typisch Pokémon-like in unserem Zimmer auf. Nur es sind andere Dinge, das kann ich euch schon mal versprechen. Unten wartet nicht unsere Mama unbedingt. Und ja, wir können uns hier ganz normal bewegen. Überprüfe die mysteriösen Geräusche. Wir können sie ganz normal bewegen, wie ihr seht. Links, rechts, links, rechts. Es gibt ein Inventar. Ich glaube, das Spiel ist doch zu laut. Ist ein bisschen laut am Ohr auch gerade. Es gibt noch ein Inventar, natürlich Profil. Da sehen wir unsere Sachen. Wie viel? Wir haben 0 von 309 Nexomon. Diamanten haben wir keine, Münzen haben wir keine. Mit Münzen könnt ihr euch natürlich Pokébälle kaufen, sozusagen unser Geld. Und Diamanten ist die Ingame-Währung, die wir aber nicht kaufen werden. Habe ich aber auch schon Free-to-Play gefunden. Die liegen auch so rum. Ihr müsst wirklich kein Geld ausgeben. Das ist dumm. Sonst wäre es ja auch kein Pokémon-Spiel. Hier ist unser Team natürlich. Haben wir noch nichts. Und so weiter und so weiter. Datenbank. Es gibt einen Pokédex natürlich. Von 309 haben wir noch nichts gefunden. Leider. Es gibt auch eine Arena, wie ihr rechts oben sehen könnt. Eine Beta. Die werden es noch nicht ansehen. Dann gibt es natürlich hier, wie gesagt, das ist der, ja, das Free-to-Play-Problem halt, ne? Man kann auch hier den Bildschirm drehen. Lustig, kann wackeln. Hier kann man natürlich auch Sachen kaufen. Machen wir nicht. Würde ich euch auch nicht raten. Es gibt auch einen Rucksack. Übrigens, da sind die ganzen Items drin. Tränke, bla bla bla. Es gibt hier viel, viel zu entdecken. Und es hat mega Spaß gemacht, die erste halbe Stunde schon. Ich wollte gar nicht aufhören. Ich musste leider aufhören, denn ich dachte mir, ich zeig's euch zuerst. Okay. Sind das unsere Eltern? Wahrscheinlich. Das Gerät funktioniert wunderbar, Sir. Okay, wir sind Wissenschaftler. Also, wir sind der Sohn von Wissenschaftlern. Sollen wir ausliefern? Ich werde es mir ansehen. Zeig es mir. Wer bist du? Natürlich, bitte folge mir.
Oh, der geheime Keller. Ist der Rick und Morty unten? Ich muss die Musik ein bisschen leiser machen. Oh, hat dich der Lärm geweckt, Schatz? Das ist eine coole Mutter und sie hat so ein Ding. Sie kann natürlich sehen, dass unsere Macht over 9000 ist. Nicht so große Sorgen machen müsste. Es ist nur ein weiterer Test unserer neuesten Erfindung. Was basteln die da unten? Was machen die Saiyajins? Also ich glaube, Ellie hat nach dir gesucht, Schatz. Okay. Warum gehst du nicht raus und suchst sie? Sind wir schon 10 Jahre alt? Sind wir bereit, der Allerbeste zu werden? Sind wir bereit, rauszuziehen, ganz alleine? Ich glaube ja. Okay, die ist im Rollstuhl, die Ellie. Bleib weg von uns. Das ist der Böse anscheinend. Du kannst den Atlas nicht nehmen, er gehört nicht dir. Okay, das ist ein kleiner Roboter. Das ist alles sehr, sehr Hightech, zukunftsmäßig, aber hier oben steht ein Fahrrad. Ich gehe ohne diesen Roboter nirgendwo hin. Und ja, ich glaube, die Cam ist okay. Geh weg! Komm zurück! Er will diesen Roboter klauen, die Sau! Ich habe Nein gesagt. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen einmischen hier. Und wir können übrigens bald unser erstes Nexomon aussuchen, beziehungsweise Pokémon. Ich kann euch schon mal spoilern. Es gibt hier mehr als nur 3 Starter-Pokémon. Das ist mega geil. Ich konnte mich gar nicht entscheiden. Guck, da drüben. Ein Nexomon-Container. Da sind Nexomon drin. Das sind wie Pokébälle. Die Container hier sind wie Pokébälle. Hey, das gehört dir nicht. Ich will es haben. Warum bist du so stark? Weil wir echt ein krasser, wahrscheinlich 10-Jähriger sind. Hui! Atlas, das ist deine Chance. Ramm in die Sau. Hier komme ich. Was macht der bescheuerte Roboter nun? Ist auch sehr, sehr lustig gemacht, muss ich sagen. Und sehe ich die Grafik an, ich spiele es am Handy, das finde ich mega geil. Das ist wie Team Rocket, wie er wegfliegt, ne? Wie im Pokémon. Ich finde es echt gut gemacht bis jetzt. Das Kämpfen macht Spaß. Bis jetzt ist alles geil. So, jetzt können wir unseren ersten Starter aussuchen. Ich sage euch, was ich genommen habe. Und zwar den Drachen hier hatte ich genommen. Den hatte ich genommen. Ich fand ihn ziemlich cool als Drache, nur was nehme ich jetzt? Ich kann euch leider gerade nicht nach eurer Meinung fragen, was wir nehmen sollen. Boah, ich glaube, ich nehme trotzdem den Drachen, wenn es okay ist. Ich nehme den einfach. Leider kann ich euch da nicht fragen, aber ihr seht ganz viel Auswahl. Ihr könnt euch das Spiel natürlich kostenlos selber runterladen auf Android und iOS und euch selber einen Starter aussuchen. Ich muss dazu sagen, es ist kostenlos. Ihr habt aber zwischendurch Werbung. Wenn ihr keine Werbung wollt, müsst ihr das Spiel für 99 Cent kaufen. Was einfach gar nichts ist. Dann ist das Spiel komplett werbungslos und so weiter und so weiter. Würde ich euch raten, habe ich auch gemacht. 99 Cent ist gar nichts. Schaut euch das Spiel mal an, wie gut das gemacht ist. Ich kann es sowieso... Okay, er will es alleine mit uns aufnehmen. Du hast keine Chance gegen meinen Nexomon. Oh, wir haben viel cooleres Nexomon. Hey, benutze das Nexomon, das du gerade bekommen hast. Okay. Ab geht's. Unser erster Battle. Wir sehen rechts oben leider abgeschnitten. Er hat einen Nexomon. Das erkennt ihr wie bei den Pokémon an den Bällen. Wie gesagt, ich kann leider nichts machen. Ich habe schon versucht, das Bild umzustellen. Es geht nicht. Und auch hier im Kampf kann man das Handy hin und her bewegen. Ich habe keine Ahnung warum. Aber sein Nexomon sieht echt cool aus. Okay, wir haben verschiedene Fähigkeiten. Das erste wird Biss sein. Das zweite... Okay, Einschläfern. Und ihr seht, ihr habt nicht so wie bei Pokémon... so 20 AP auf eine Attacke oder so, sondern hat insgesamt 100 Stamina und die könnt ihr ausgeben für die Skills. Natürlich könnt ihr sie im Pokémon Center heilen, es gibt natürlich Tränke und so weiter. Ja, der greift uns jetzt nicht mehr an. Wie ihr seht, unser erstes Pokémon links übrigens ist ein besonderes und seins ist nur ungewöhnlich. Also es gibt so Raritäten, sagen wir mal so. Aber den knallen wir easy weg, jetzt beißen wir nochmal und das war's. Aber ihr seht die Grafik, also ich bin gehypt. Ich bin gehypt. Ihr kriegt hier Gold. Wie immer. Mit diesem Gold könnt ihr natürlich Pokébälle kaufen, zum Beispiel, oder Tränke. Und wie ihr seht, unser Fedra hat ein bisschen gelevelt. Willst du mich verarschen? Nein. Kacknub. Kacknub. Keine Chance gegen unser Nexomon. Ich bin heute sogar im offiziellen Black Rabbit-Shirt.
Eieieiei. Das war beeindruckend. Oh ja, war es. Oh, was hast du für eine neue Erfindung? Atlas. Ah, der Kleine ist ihre Erfindung? Was? Hey, ihr. Du wirst ihn lieben. Lass mich dir zeigen, was er kann. Okay, er wird unser Begleiter. Oh, da kommt dieser komische Typ mit der geilen Frisur. Was haben wir denn hier? Er ist der Nexolor. Wahrscheinlich der Oberboss? Der Nexomon, also der Pokémon sozusagen? Sehen euch an. Sehen wir. Der beste Nexomon-Bändiger der Welt. Also er ist der Champ, sozusagen. Wer wir sind, ist nicht wichtig. Selbst ich kann nicht auf alle Schwächlinge an diesem kleinen Ort aufpassen. Ja, du bist der Oberguru. Ich werde dich so hart verkloppen, Mann. Ist das ein Nexomon-Kind? Ja. Ein Drache? Es gehört nicht zu dir, oder? Doch. Ich hab's gefunden. Du denkst, dass du würdig bist, ein Nexomon zu benutzen? Ja. Ich habe alle Pokémon-Spiele gespielt. Hast du, was nötig ist, um ein echter Nexomon-Meister zu werden? Ja. Komm schon, Kind. Zeig mir, was du kannst. Was? Hey, wir sind... Wir sind Level 0 sozusagen. Du hast den Mut, etwas von mir zu stehlen. Warum hast du jetzt Angst? Wir haben keine Angst. Behalte das nächste Mal, Rotzbengel. Lass es mir immer eine beschämende Lehre sein, wie schwach du bist. Dich werde ich so hart in den Boden stampfen. Geh mir aus dem Weg. Steh auf, du Loser. Er ist ein sehr netter Champ. Er ist ein sehr netter Champ. Ja, mein Lord. Leb wohl, Kids. Betet besser, dass wir uns nicht wieder über den Weg laufen. Das scheint ein ziemlich krasser Dude zu sein. Huh. Was für ein netter Gentleman. Das ist ein Vollidiot. Was stimmt mit dem nicht? Offensichtlich plant er irgendetwas Böses. Ist dir nichts Seltsames an ihm aufgefallen? Wie das am Boden explodierende? Er kommt immer hierher. Es muss mit den geheimen Maschinen zu tun haben, die deine Eltern bauen. Was bauen die da im Keller? Vielleicht können wir ihn verfolgen. Bist du verrückt? Hey, das könnte wichtig sein. Ich denke, du solltest die intelligente Figur in dieser Geschichte sein. Wie lustig das Game ist. Wir sollten ein weiteres Nexomon besorgen. Gute Idee. Wir müssen nichts fürchten. Ich bin mir sicher, dass Atlas dir zeigen kann, wie man Nexomon fängt. Ja, wir wollen fangen. Wir wollen alle 309. Ganz ehrlich, folge mir, wenn du soweit bist. Quatsch mich nicht zu. Lass mich gehen. Okay, wer kann hier rumlaufen? Wenn Items am Boden liegen, leuchten die nämlich auch. Ein Glitzer, das? Ja, da raschelt ein Busch! Oh hey, da bist du ja endlich. Wie geht's dir? Bereit, einen neuen Freund zu finden? Ja. Excellent, come with me. Und da rechts seht ihr schon die Dame, die hat so ein Kreuz über dem Kopf. Die ist sozusagen ein mobiles Pokémon-Sender. Bevor wir anfangen, brauchst du einige Nexo-Traps. Nexo-Traps sind die Pokébälle. Es gibt zwei verschiedene, Standard und Goldene. Natürlich kann man die kaufen auch, wissen wir, bla bla bla, machen wir aber nicht. Siehst du das Gras da drüben? Fällt dir etwas Seltsames auf? Da rammeln zwei im Busch, also wir sollten da jetzt nicht stören. Es bewegt sich. Ein Nexomon muss sich darin verstecken. Wir gehen da jetzt rein. Lass mich rein. Hui! Unser erstes wildes Nexomon ist aufgetaucht. Ein Berawan. Und in der Mitte seht ihr jetzt schon, haben wir jetzt so unsere Fallen sozusagen. Es gibt die normalen Standard. Oh, und es gibt die goldenen. Die goldenen haben eine 100% Fangrate. Die müssen wir jetzt hier einsetzen als Showdings, bla bla bla. Wie gesagt, kann man alles kaufen, kann man aber auch finden.
Kann man für Münzen kaufen. Macht euch keine Sorgen, es ist ein ganz normales Spiel. Und nächstes Mal gefangen. Ja, yeah. Wir haben dies. Ui. Wir wollen ihn direkt mitnehmen. Wie ein Pokémon könnt ihr ihn entweder mitnehmen oder auf euren PC schicken, den ihr dann im Pokémon Center aktivieren könnt. Ganz normal, alles wie ein Pokémon. Wir haben unser erstes Nexomon gefangen. Oh ja, yeah, Baby. Gut gemacht. War ja auch nicht schwer mit dem goldenen Ball. Ellie! Hey, sieh, hast du endlich zwei Nexomon? Es wird nun etwas einfacher für dich. Das Nexomon, was du gefangen hast, ist ein bisschen erschöpft vom Kampf, meinst du nicht? Ich habe ein paar Gegenstände. Ja, wir kriegen den Trank. Den Heiltränken können euch die Pokémon heilen, im Kampf und außerhalb des Kampfs. Öffne einfach das Menü und verwende Tränke. Alles klar? Ja. Immer gesund? Ja, ja. Wir passen schon auf unsere Nexomon. Da unten seht ihr den Baumstamm. Seht ihr den Leuchten unten? Da ist ein Item. Bist du jetzt bereit? Ja. Wir wollen auf jeden Fall den Nexolord verfolgen. Ivan. Er ist der Aufseher. Aufseher sind großartige Bändiger. Ah, das ist wahrscheinlich so wie... Arenaleiter. Ja, wir gehen zu dem Ort. Sehr schön. Da wollen wir sowieso hin. Da gibt es unser erstes Pokémon-Center, unseren ersten Markt, wo wir Bälle kaufen können. Und ja. Ja, wir werden schon aufpassen, Ellie. Wir sind ganz vorsichtig. Ich will zu dem Baumstamm da unten. Ich will zu dem Baum. Und so, our young heroes embark on a journey to the small town of Parham. Und so finden sich unsere kleinen Helden auf dem Weg zu einer kleinen Stadt namens Parham wieder. Sie hoffen auf Ivan, den Aufseher der Stadt zu treffen und vielleicht... Hey, das ist vorbeigerutscht. Das war fies, ich konnte mich vorlesen. Aber ja, hier ist jetzt die Heildame. Da ist ein Item. Moment. Ein Trank gefunden, sehr schön. Jetzt könnt ihr hier natürlich mit euren Bällen, die ihr bekommen habt, erstmal Pokémon fangen aus den raschelnden Büschen. Und eure Pokémon hier heilen, ihr könnt hier trainieren und so weiter. Aber Leute, das war's mal für die erste Vorstellung von Nexomon. Das ist der Anfang. Wenn ihr Bock habt, so wie ich, auf ein Let's Play davon, lasst ein Like da, ein fettes. Schreibt in die Kommentare mehr. Und wie gesagt, es ist kostenlos auf Android, iOS runterzuladen. Ihr könnt es überall mobil zocken. Ihr könnt jederzeit links oben drauf drücken da. Und euer Spiel speichern, ganz normal speichern. Zack. Beenden. Fertig. Mega nice. Wie ein Pokémon für unterwegs. Ich weiß, es gibt Pokémon auch auf dem Nintendo 3DS. Aber das hat nicht jeder. Ein Handy hat jeder. Also, Leute, holt es euch. Glaubt mir, es macht Spaß. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, wie gesagt, Like da lassen, kommentieren, schreibt rein, mehr. Dann mache ich sofort weiter, denn mir macht es sehr viel Spaß. Ich werde es nämlich auch, wenn ihr keine Lust habt, alleine weiterspielen. So geil, gefällt mir das. Und ja, trainieren, wie gesagt, würde ich offscreen. Also ihr müsst euch keine Folgen ansehen, wo ich einfach nur Pokémon trainiere. Und ja, Leute, wer nichts verpasst wird, sollte dringend ein Abonnement da lassen. Ein Abo, ein Knöpfchen und ihr seid Teil der Community. Leute, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.